Hallo meine Hübschen und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht dir gut und dass du deinen Tag genießt. Heute habe ich mal wieder ein Make-up-Tutorial für dich, denn ich habe mir gedacht, es gab lange kein Schminkvideo mehr und ich wollte mich jetzt ein wenig aufhübschen, ein bisschen aufbrezeln und es gibt einen schönen frischen Frühlingslook. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir auch schon direkt los. Mach es dir richtig schön gemütlich, hol dir was Leckeres zu trinken und dann wünsche ich dir wie immer ganz viel Spaß mit meinem heutigen Video. So, meine Lieben, wir starten als allererstes mit der Make-up-Base im Gesicht. Mein Gesicht ist bereits gewaschen und eingecremt, also alles sauber und fresh. Und ja, ich trage jetzt hier die Foundation von NYX auf in der Farbe Soft Beige. So. Und verblende die Foundation ordentlich. Als nächstes verwende ich hier einmal meinen Fit Me Concealer von Maybelline. Den habe ich mir jetzt auch nochmal neu nachgekauft. Der andere war schon leer. Ich habe jetzt hier die Nummer 20. Und ja, den werde ich jetzt einmal auftragen. Auch nicht zu viel, sondern so ein ganz, ganz bisschen. Damit das Ergebnis nicht so zugespachtet aussieht. Das war es auch schon. Mir ist nämlich aufgefallen, wenn ich jetzt zu viel Make-up trage, mir gefällt das persönlich im Alltag gar nicht mehr. Ein leichtes Tages-Make-up finde ich persönlich viel schöner, weil es sieht im Tageslicht einfach auch mit der Hautstruktur bei mir mittlerweile auch nicht mehr so schön aus. Meine Haut ist nicht mehr in ihren 20ern und ich finde, das sieht man einfach. Wenn ich da jetzt tonnenweise Make-up draufklatsche, Concealer, Puder, Rouge, Highlighter, also wirklich das Komplettpaket, dann fühle ich mich auch nicht mehr so wohl. Wenn aber etwas am Wochenende ansteht und ich mich so richtig aufbrezeln möchte oder wenn ich einfach Lust auf so ein Full-Face-Make-up habe, dann ja, schminke ich es auch. Aber so im Alltag ist das bei mir tatsächlich mittlerweile echt weniger geworden. Ich werde den Concealer jetzt hier mit so einem Schwämmchen von Evelyn einarbeiten. Und ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ich habe jetzt ja wirklich nicht viel Concealer verwendet. Also wirklich nicht viel. Und also der Concealer deckt wirklich schön ab. Und das Ganze sieht trotzdem nicht aus, als hätte ich jetzt hier irgendwie so extrem viel Make-up im Gesicht. Und das ist mir auch wichtig, dass das jetzt ein bisschen natürlicher alles aussieht. Und was auch noch wichtig ist, ist die Vorbereitung der Haut. Also ich merke das auch, umso mehr man oder umso mehr ich jetzt ja, in die Hautpflege investiere und mir auch wirklich die Zeit dafür nehme, morgens und abends zu sagen, okay, ich führe jetzt die Schritte aus, ich reinige mein Gesicht, benutze einen Toner, also Gesichtswasser, creme mein Gesicht ein und verwende noch einen Sonnenschutz. Und wenn man abends das Gesicht gründlich reinigt, muss man das ja morgens auch nicht mehr allzu stark reinigen. Ich finde einfach, dass es viel schöner aussieht, und einen riesen Einfluss drauf hat, wenn die Gesichtshaut gut vorbereitet ist. Daher ist es mir wichtig, dass ich eine gute Hautpflegeroutine habe und dann muss ich im Alltag auch nicht mehr allzu doll auf Make-up und Concealer zurückgreifen. Im nächsten Step ist der Bronzer dran, damit das Gesicht ein wenig wie von der Sonne geküsst aussieht. Und hierfür werde ich von Catrice den Sunglow Bronzer in der Farbe 03 Medium verwenden und trage das Ganze einmal mit so einem runden Puderpinsel auf. Und dasselbe ist auch noch auf der anderen Seite dran. Und der ist wirklich ganz, ganz toll. Den habe ich auch schon echt lange und den kaufe ich auch immer wieder nach. Also ist auf jeden Fall ein Favorit von mir, ein Klassiker, den ich auch, ja, schon wie gesagt, viele Jahre habe. Im nächsten Step trage ich hier nochmal Blush, also Rouge auf von NARS in der Farbe Amour. Ein richtig schöner, frischer Ton und den werde ich einmal mit dem Blushpinsel von Zoeva auftragen mit der 127 und ich dippe wirklich ganz vorsichtig jetzt hier rein, weil er einfach ultra pigmentiert ist und ihr seht das auch schon hier. Und auch hier wische ich das Ganze dann vorsichtig Richtung Haaransatz hoch. Und on top werde ich jetzt nochmal einen Highlighter auftragen von Revolution. Der nennt sich jetzt Just My Type. Und gehe mit dem
Rougepinsel in das Produkt und verblende das Ganze nochmal ganz, ganz leicht. On top fixiere ich das Ganze mit dem Wasserspray von Balea. Finde ich super zum Fixieren von Make-up. Steht auch hier oben drauf. Übrigens, falls ich ein bisschen lispeln sollte, ich hatte vor 2 Tagen, glaube ich, meinen Schienenwechsel. Ich habe immer noch meine Zahnspange. Ja, und nach einem Schienenwechsel habe ich immer das Problem, dass die immer sehr eng ansitzt, die Zahnspange. Und ich dadurch dann immer leicht lispel. Also sorry, falls ich die S-Laute ein wenig zu scharf ausspreche. Ja, ich werde jetzt einmal mein Make-up fixieren mit dem Wasserspray. Und presse dann die Farbpigmente nochmal in die Haut. Dann kommen wir jetzt einmal zum Augen-Make-up. Ich finde diesen Fächer übrigens so toll, weil dieses klebrige Gefühl, nachdem man das Gesicht mit Setting oder Fixing Spray eingesprüht hat, das mag ich immer gar nicht. Ich mag das auch nicht, wenn ich eine zu reichhaltige oder fettige Creme auf dem Gesicht habe. Oh, das finde ich ganz furchtbar. Also bei mir muss immer alles super schnell einziehen. Und ja, ich mag einfach dieses backsig klebrige Gefühl. Und von daher ist so ein Fächer echt eine gute Sache, weil dadurch zieht alles immer super schnell ein. So, meine Lieben, ich verwende jetzt hier einmal von Morphe die Palette 35H Hotspot, nennt die sich. Hier werde ich jetzt einmal in so einen peachfarbenen Ton reingehen. Beziehungsweise, ich glaube, ich mische sogar 2 Töne. Ich gehe einmal in den Ton hier. Und vermische das Ganze einmal mit dem. Ich gehe jetzt einmal hier in den Highlighter rein. Und jetzt verblende ich einmal den Highlighter-Ton mit dem Lidschattenton mit diesem abgeflachten Pinsel von Sephora. Der hat jetzt hier die Nummer 08, den liebe ich. Der ist nicht ganz günstig gewesen, aber ich finde die Qualität einfach top. Also der hat super weiche Pinselhaare und dadurch lassen sich die Pigmente auch ganz easy verblenden. Und der Pinsel schluckt nicht so viele Farbpigmente. Jetzt habe ich hier einmal einen Kajalstift, der ist jetzt von Essence in Braun. Und damit werde ich hier einmal, Trick 17, werde ich einmal die Wasserlinie am unteren Wimpernkranz nachziehen, aber auch nur das äußere Drittel, damit das Ganze nicht so balkig aussieht. Und auch hier werde ich wirklich nur ganz, ganz leicht am äußeren Drittel entlang gehen. So, meine Hübschen, jetzt kommen wir zu den Wimpern. Die werde ich einmal mit einer Wimpernzange in Form bringen. Die muss ich auch immer verwenden, wenn ich Wimperntusche auftrage. Also ohne Wimpernzange geht bei mir tatsächlich nichts. Und ich verwende hier von Catrice die Glam Doll Volume Mascara Waterproof in der Farbe Black. Und die ist auch vegan, steht hier drauf. Wimperntuschen. Passt schon. Jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Hier habe ich von Kylie Cosmetics den Kylie Brow Augenbrauenstift in der Farbe Ebony. Und ja, damit werde ich jetzt einmal die Augenbrauen ganz, ganz leicht nachziehen. Ich habe momentan wieder so eine Phase, wo ich meine Augenbrauen wieder ein bisschen wachsen lasse, damit die ein wenig fülliger werden. Und von daher brauche ich jetzt auch nicht allzu viel nachziehen, sondern fülle hier unten einmal eine Lücke auf. So, besser. Und dasselbe machen wir auch nochmal auf dieser Seite. Und hier werde ich jetzt von Art Deco einmal den Soft Lip Liner in der Farbe 114 verwenden. Schaut mal, das ist so ein peach-orangefarbener Ton, fast schon so korallig, würde ich sagen. Das einzig Blöde bei diesem Lip Liner ist, wie ich finde, dass man den anspitzen muss. Also ich bin da ja so ein bisschen verwöhnt, was das angeht. Ich mag immer die Lip Liner, die man einfach hochdrehen kann. Und von daher verwende ich die nicht so oft, weil ich dann immer keine Lust habe, nachzuspitzen. Muss man nicht verstehen, oder? Ja, und den werde ich jetzt einmal
auftragen. Ich muss nur aufpassen, dass ich meine Lippenkontur nicht allzu stark umrande oder zu stark betone. Ich finde, dann sehe ich immer aus wie ein Clown. Ich mag das nicht, wenn das alles zu dick ist. Ich werde da jetzt aber on top nochmal einen Lippenstift drüber geben von Candy Yum, von MAC, die Farbe Candy Yum Yum. Ein pinker Ton. Gebe das Ganze wirklich nur punktuell auf die Lippe. Das ist jetzt mein fertiger Look. Mein Peachy Make-up-Look. Aber die Lippen sind zu pinklastig jetzt geworden. Das stört mich ein wenig. Dann nochmal abmachen. Und das Ganze mit dem Lidschatten einmal abmattieren. Besser. Das andere war zu pink, knallig pink. Das hätte jetzt nicht zu dem heutigen Motto gepasst. Mein Peachy Make-up-Look, Frühlingslook 2024. Schön fresh und ja, mit einem kleinen Hauch Farbe. Und ja, ich denke, ich werde dennoch das Oberteil wechseln. Ich glaube, ich finde irgendwie passt das mit dem Rosa doch nicht so. Ich werde dann gleich was anderes anziehen. Und ja, werde dann jetzt noch ein wenig raus und den Tag genießen. Also das, was vom Tag jetzt noch übergeblieben ist. Und ja, ich hoffe sehr, dass euch mein Make-up-Look gefällt. Dass euch mein Peachy Make-up-Tutorial gefallen hat. Und ja, ich bedanke mich sehr für deine heutige Zeit. Wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Mach was Schönes, genieße ihn oder verbring ihn ganz gemütlich zu Hause. Ist auch mal was Schönes. Und dann sehen wir uns auch schon ganz bald wieder. Bis dann. Mua.